Am Ende ist es eine Frage der Würde. Wie lange klammert man sich am letzten Strohhalm fest? Wie verzweifelt sucht man einen anderen Ausweg? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Between. Ich muss jetzt irgendwie diese Plattform da unten wieder rüberkriegen. Und wenn das gerade so aussieht, als wüsste ich, was ich tue, dann liegt das ganz einfach daran, dass ich das gerade mehrfach versucht habe und beschlossen habe, aufgrund meines ewigen Scheiterns das Ganze nochmal neu anzufangen. Ich hab so viel dazu. Das hat ja wunderbar geklappt. Gut, also ich muss hier unten die Plattform ein bisschen rüberkriegen. Dann, so quasi. Dann muss der Block hier hin. Ihr habt es ja gerade gesehen. Dann muss der Block da runter auf den Schalter. Und dann kann ich da ganz gemütlich durchfallen. Es sei denn, ich krieg das Timing nicht hin und der Lichtkreis verschwindet. Was jetzt natürlich nicht geklappt hat. Weil ich das hier am Anfang versaut habe. So, jetzt sollte das aber passen. Der Kreis kommt gerade. Komm. Ja, so ist gut. Und jetzt muss ich das Ding da unten rüberholen. Ah, nein. So. Ungefähr so. Hier habe ich das Licht von dem Block noch. Das heißt, hier kann ich rum. Alles gut, alles gut. So. Was wollte ich sagen? Ich wollte was erzählen. Und zwar hatte ich letztes Mal mich räuspern müssen, so wie eben. Nein, letztes Mal. Ja, das kommt davon, wenn ich rede. So, machen wir das so. Also, letztes Mal hatte ich das Problem, dass an einer Stelle der Checkpoint war und ich gespeichert habe und dann, wenn ich gestorben bin und am Checkpoint wiederkam, hatte ich keine Möglichkeit mehr, von da irgendwie wegzukommen, musste den Level neu starten. Das wurde mittlerweile gefixt und außerdem hatte ich auch das Problem, dass ich aus dem einen Schwerefeld nicht rauskam, weil da irgendwie so ein blöder Bug war. Und auch der ist mittlerweile gefixt. Das heißt, die Leute hier von den Entwicklern, also die Entwickler selber quasi, die schauen hier zu, oder zumindest einer davon, und fixen die Bugs, auf die ich hier stoße. Finde ich super. Vielen Dank dafür. Ich werde das jetzt allerdings nicht zeigen, die Stellen mit Bugfix. Einfach, weil das jetzt zu lang dauern würde. Vielleicht später. Hui, das war knapp. Gibt es hier einen Checkpoint? Ich hätte gerne einen Checkpoint. Denn das war gerade sehr knapp. Was muss ich hier tun? Ich glaube, ich muss dahin. Und dann muss ich darüber. Und dann muss ich da runter. Und dann muss ich, glaube ich, da rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt. Was tue ich jetzt? Was passiert, wenn ich hier rüber gehe? Ich habe da drüben Licht. Ob ich jetzt an den Block gehe oder an den Vorsprung, ist egal. Ich habe an beiden Licht. Gehe ich mal an den Vorsprung. Und dann lasse ich den mal hier durch und gehe ganz gemütlich dahin. So. Jetzt hätte ich gerne einen Überblick darüber, was hier passiert. Oh Gott, Entwickler, ich hasse euch. Ihr könnt doch nicht sowas machen ohne Checkpoint vorher. Was soll das? Na, was soll's, komm. Halleluja. Es kommt der Punkt, an dem man es einsieht. Halleluja! All die Untersuchung,
Behandlung, der Kampf, das endgültige Urteil. Man lässt sie hinter sich. Man fragt nicht mehr, ob man irgendwo einen Fehler gemacht hat, denn man findet Dutzende. Aber war überhaupt einer entscheidend? Hm? Geht's jetzt hier weiter? Oder muss ich zurück? Ah, ich muss zurück. Akzeptanz. Das nächste Kapitel. Und plötzlich weißt du, es gibt keinen Ausweg mehr, außer dem einen, es zu akzeptieren. Alles, was bislang wie ein Ausgang aussah, hat dich nur im Kreis herumgeführt. Weil ein Kreis kein Ende hat. Man muss das Leben vollständig umarmen. Also die Levels hier, muss ich ja sagen, finde ich relativ einfach. Soll das irgendwas darstellen, oder ist das irgendwie Absicht, dass ich mich hier unterfordert fühle? Moment, was? Ich laufe hier im Kreis? Moment. Vielleicht gibt es da doch einen Weg. Mich und der Tod gehört dazu. Zeit für Abschiede. Ah, ich verstehe. Von Erinnerung. Statt im Kreis zu laufen und versuchen, immer weiterzumachen, habe ich es jetzt akzeptiert und bin in die Stacheln gelaufen und habe mich getötet. Liebe. Zukunft. Man hofft immer nicht, im Krankenhaus zu sterben. Aber schließlich ist es egal. Was war dieses Leben wert? Ich bin mir nicht sicher. Letzten Endes habe ich bekommen, was jeder kriegt. Ein Leben. Und jetzt löst sich dieses Leben auf. Orson Welles war ein Idiot. Es gibt niemals ein Happy End. Es gibt ja nicht einmal ein Ende. Wir sind aus Sternenstaub gemacht, aus winzigen Splittern toter Sterne. Irgendwann dazwischen glühen wir auf und nennen das dann Leben. Und wenn wir sterben, dann brechen wir in Stücke, wie ein Spiegel, der in Zeitlupe zerbirst und dann langsam zu Atomen zermahlen wird. Es war unser Spiegel. Die wir lieben, leben noch vor ihren eigenen. Aber wir werden wie der Sternenstaub sein. Saatkörner neuer Welten sind wir, nicht mehr und nicht weniger. Ich halte mich mal ganz kurz. Danke, dass ihr dabei wart. Danke an Zwergesel für diese Spielempfehlung. Danke, liebe Entwickler, dafür, dass ihr meine Fehler genommen und beseitigt habt. Und danke an die Zuschauer, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Und ich lasse jetzt einfach mal diese schöne Musik laufen. Auf Wiedersehen.